Moin und hallo, ich bin Dirk von Let's Get Otter hier und heute will ich euch die neueste 360-Grad-Kamera von Insta360 vorstellen. Die X3 ist die neueste Generation des absoluten Bestsellers der 360-Grad-Action-Kameras, der One X2, die ebenfalls aus dem Hause Insta360 stammt. Und heute will ich euch zeigen, was diese Kamera so besonders macht und was man alles damit anstellen kann. Viel Spaß! Wer schon ein paar Videos auf unserem Kanal gesehen hat, der dürfte bereits ein bisschen erahnen können, was für Potenzial in dieser kleinen Kamera steckt. Denn Aufnahmen von 360 Grad Kameras schaffen es immer mal wieder in unsere Videos. Aber für alle, die neu sind, will ich einmal ganz kurz erklären, was eine 360 Grad Kamera überhaupt ist und was sie auszeichnet. Und das ist in erster Linie die Tatsache, dass 360 Grad Kameras zwei Linsen haben. Jeder dieser Linsen hat ein so großes Sichtfeld, einen Weitwinkel von knapp über 180 Grad, sodass, wenn beide Linsen gleichzeitig filmen, ein kompletter Globus, eine komplette Rundumsicht entsteht. Die Kamera erfasst also alles um sie herum und man kann dann später entscheiden, welchen Ausschnitt man davon benutzen oder sehen will, was den großen Vorteil hat, dass man sich überhaupt nicht darum kümmern muss, was genau man filmt und wo die Kamera gerade hinzeigt, da sowieso immer alles gefilmt wird. Und dadurch, dass die Sichtfelder der beiden Linsen ein kleines bisschen überlappen, kann die Kamera beim Verschmelzen der beiden Aufnahmen automatisch auch den Selfie-Stick unsichtbar machen, denn der liegt genau in der Stitching-Linie der beiden Linsen. Das ermöglicht absolut einzigartige Aufnahmen, wo man sich als Betrachter häufig fragt, wie die überhaupt entstanden sind. Es ja, sieht so aus, als hätte man einen Kameramann dabei gehabt oder eine Drohne würde vor, hinter oder neben einem herfliegen. Ich zeige euch gleich auch noch ein paar Beispiele und zeige euch auch, wie wir die gefilmt haben und wie man die bearbeiten kann. Aber zuallererst werfen wir noch einen etwas genaueren Blick auf die Kamera selbst und darauf, was sich im Vergleich zum Vorgänger verändert hat. Der offensichtlichste Unterschied zum Vorgänger X2, der direkt ins Auge sticht, ist der große Touchscreen auf der Vorderseite. Und der ist wirklich ein Traum. Endlich kann man absolut verlässlich und unkompliziert zwischen den einzelnen Aufnahmemodi hin und her wechseln, die Einstellung verändern, sehen, was man filmt. Der Bildschirm erstreckt sich über die komplette Breite der Kamera. Er ist sehr hell und reagiert wirklich sehr gut und zuverlässig auf die Eingaben. Das war bei der X2 und selbst bei der One R, One RS mit ihren ja, merklich kleineren Displays immer deutlich fummeliger. Das ist hier ein großes Upgrade und eins, das im Alltag wirklich sehr viel Freude macht. Dazu hat die X3 jetzt auch größere 1,5 Zoll 48 Megapixel Sensoren, die mehr Bildqualität, detailreichere Aufnahmen und vor allem weniger Rauschen in dunklen Bereichen und bei schlechten Lichtverhältnissen versprechen. Und das sieht man definitiv. Und es ermöglicht auch ein paar neue Features, auf die ich gleich noch eingehe. Die Auflösung von 5,7K beim 360 Grad Video ist zwar noch immer unverändert, aber trotzdem machen die größeren Sensoren eben einen sichtbaren Unterschied, weil sie eben mehr Licht und mehr Bildinformationen einfangen können. Das hat Insta360 ja selbst schon auf die Spitze getrieben mit der One RS One Inch 360 Grad, die mit ihren beiden riesigen 1 Zoll Sensoren nochmal mehr Bildqualität aus den 5,7K bzw. in dem Fall aus den 6K rausholen kann. Aber die kostet auch fast das Doppelte, ist nicht wasserdicht, ist deutlich schwerer und ja, allein deswegen schon für die meisten Leute im Alltag nicht so gut geeignet wie die X3, die man easy immer in der Hosentasche dabei haben kann. Was aber selbst die One RS One Inch 360 nicht mitbringt, dafür jetzt aber ganz neu in der X3 verfügbar ist, ist Active HDR.
Das ist ein Feature, das für deutlich mehr Dynamikumfang in Videoaufnahmen sorgt und ja einen riesigen Unterschied in der Bildqualität machen kann. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Links ist eine normale Videoaufnahme mit der X3 ohne Active HDR und rechts ist Active HDR aktiviert. Guckt euch alleine mal den Himmel an, da sind viel, viel mehr Details zu sehen. Links ist der Himmel völlig überbelichtet und ausgewaschen, weil die Kamera sich eben entscheiden muss, entweder die dunkleren oder die helleren Bereiche richtig zu belichten. Mit Active HDR kann die Kamera beide Bereiche gleichzeitig richtig belichten. Dazu werden im Grunde zwei gleichzeitige Aufnahmen gemacht. Eine mit optimalen Einstellungen für die dunkleren Bereiche, eine mit Fokus auf die hellen Bereiche. Und die werden dann in der Kamera automatisch zu einer Aufnahme übereinander gelegt. Das Ergebnis ist eindeutig, finde ich. Bisher ging HDR nur in Fotos, also in unbewegten Sequenzen. Jetzt können die Sensoren das auch in der Videoaufnahme und ich habe das schon für ganz, ganz viele Aufnahmen genutzt. Um den größeren Sensoren und natürlich auch dem Touchscreen Platz zu bieten, ist auch das Gehäuse ein kleines bisschen größer geworden und die Kamera insgesamt auch ein bisschen schwerer, 31 Gramm um genau zu sein. Die X3 liegt sehr gut in der Hand, wirkt wirklich wie aus einem Guss. Sie hat haptische Knöpfe zum Auslösen, man bekommt ein tolles, sattes Vibrationsfeedback. An der Seite gibt es eine Quick-Menü-Taste, wo man seine Lieblingsmodi abspeichern kann und Vorlagen wählen kann, zum Beispiel für unterschiedliche Sportarten. Die Klappe, unter der sich der USB-C-Anschluss befindet, hat jetzt endlich ein richtiges Scharnier und baumelt nicht mehr an so einem kleinen Plastikfaden umher, wie es bei ganz vielen Insta360-Kameras bisher war. Und im Gehäuse steckt jetzt auch ein etwas größerer Akku, den sie aber auch braucht, denn so ein großer Bildschirm verbraucht natürlich zusätzlich Energie. So wie ihr die Kamera hier seht, also auch ohne Tauchgehäuse, ist sie zudem wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 Metern. Würde ich das bis zur maximalen Grenze ausreizen? Nicht unbedingt, aber beim Sprung in den Pool oder ins Meer sollte man sich definitiv keine Sorgen machen müssen. Neu ist auch, dass man jetzt 360 Grad Fotos mit 72 Megapixeln machen kann. Das klingt wahnsinnig viel und könnte für den einen oder anderen den Eindruck erwecken, dass man damit jetzt großformatige Ausdrucke mit hervorragender Qualität machen kann. Und man kann damit auch definitiv gute Fotos machen, aber in der Realität und im direkten Vergleich mit Fotos aus dem Vorgänger X2 haben wir nicht wirklich eine große Veränderung festgestellt. Die Fotos sind gut, gar keine Frage, aber die 72 Megapixel scheinen eher digital aufgeblasen und mehr Marketing-Slogan zu sein, statt ein Riesen-Upgrade in der Praxis. Aber auch hier gilt aus meiner Sicht das Gleiche wie bei der Auflösung im Videomodus. Maximale Auflösung ist einfach nicht der Kaufgrund für eine 360-Grad-Kamera. Wenn es rein um Bildqualität geht, sind klassische Kameras, klassische Actioncams oder ja in manchen Fällen inzwischen ja selbst auch Handys besser geeignet. Ein Beispiel zum Vergleich, die One RS, die wir vor ein paar Monaten vorgestellt haben, bietet je nach Objektiv 4K oder 5,3K in einem Objektiv. Die X3 bietet 5,7K mit zwei Objektiven. Aber 360-Grad-Kameras leben eben von ihrer Dynamik, von den interessanten Blickwinkeln, von den unmöglichen Shots, von den Perspektivwechseln, nicht von der puren Auflösung oder maximalen Bildqualität. Das sollte man sich vor dem Kauf immer bewusst machen. Die Vorteile liegen dafür auf der Hand. Mit einer klassischen Actioncam hat man eben immer nur einen Blickwinkel, nicht aber die Möglichkeit, nachträglich die Perspektive zu ändern und vielleicht sich selbst richtig in Szene zu setzen. Zurück zur X3 und ihren Neuerungen, denn da gibt es definitiv noch ein paar nette Sachen. Zeitrafferaufnahmen, also Videoclips, die aus vielen einzelnen Fotos zusammengesetzt werden, sind zum Beispiel jetzt mit bis zu 8K möglich, dank der neuen größeren Sensoren, was einem ja noch mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung und beim Reframing gibt. Es gibt jetzt auch einen 4K Einzelobjektivmodus, so dass man die X3 jetzt also noch besser als klassische Actioncam auch oder auch als weitwinklige Dashcam mit 4K Auflösung nutzen kann. In dem Modus filmt die X3 eben nur mit einer der beiden Linsen und weil die Sensoren eben größer sind, geht das nun auch in 4K.
Bei der X2 ging das nur mit 1440p. Dann gibt es jetzt auch einen sogenannten Ich-Modus. Der ist vor allem dafür da, wenn ihr euch selbst filmen wollt und euch das Reframing, also die Nachbearbeitung in der App oder auf dem Computer sparen wollt. Denn hier bleibt das Bild von vornherein automatisch auf euch fixiert. Und da in dem Modus auch mit beiden Linsen gefilmt wird, wird dabei auch wieder der Selfie-Stick unsichtbar gemacht. Und wer auf das bekannte Bullet-Time-Feature der Insta360-Kameras steht, den dürfte freuen, dass das in der X3 jetzt auch in 4K mit bis zu 120 Frames per Second geht, was ein großer Sprung ist zur vorherigen X2. Letztes Upgrade, das ich nennen will, der Ton ist jetzt echt gut. Hier mal ein Beispiel, wie es klingt, wenn der Ton über die internen Mikrofone der X3 aufgenommen wird. Was meint ihr? Ich finde, das ist absolut brauchbar, wobei auch hier gilt, sobald es windig wird, werden garantiert auch diese Mikrofone wieder an ihre Grenzen kommen. Da braucht es dann einfach ja, solche Windpuschel, wie wir sie an unserer großen Kamera haben. Nicht neu, aber trotzdem nochmal eine Erwähnung wert, finde ich, ist die Stabilisierung, also die Technik, die für wackelfreie Aufnahmen sorgt. Insta360 nennt das Ganze Flow State Stabilisierung und die funktioniert wirklich wahnsinnig gut. Und im 360 Grad Modus gibt es auch wieder die Horizontsperre. Ganz egal, wie ihr die Kamera bewegt, das Bild bleibt immer in der Waagerechten. Das lässt mich jedes Mal wieder staunen. Ein großer Baustein der Insta360-Welt sind, neben den Kameras natürlich, auch die App, die Software und die automatischen Bearbeitungsvorlagen, die Insta360 mitliefert. Denn Dinge zu filmen ist ja nur die eine Sache. Die andere ist, die Aufnahmen in irgendeiner Weise ja, toll aufzubereiten. Und egal, ob man jemand ist, der sich gerne voll kreativ auslädt und mit unterschiedlichen Bearbeitungsmöglichkeiten herumspielen will, oder ob man jemand ist, der am liebsten nur auf einen Knopf drücken und fertige Videos, die direkt geteilt oder verschickt werden können, völlig automatisch ausgespielt haben möchte. In jedem Fall ist die kostenlose Insta360 App fürs Handy oder Tablet oder die Studio-Software für den Computer das, worauf ihr zurückgreifen wollt. Und ein paar Sachen, die man damit machen kann, will ich euch zeigen, denn da sind wirklich faszinierende Dinge dabei. Fangen wir mit was Einfachem an. Man kann festlegen, welchen Ausschnitt eines 360-Grad-Videos man sehen will. Zuerst kann man zum Beispiel wählen, ob man das Video später in 16:9, also im klassischen YouTube- oder Fernsehformat sehen will, oder in 9:16 für Instagram-Stories so Co. Und dann kann man eben umherswipen, um die Perspektive zu ändern. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, reinzoomen, rauszoomen, all das. Man kann die Perspektive aber auch völlig automatisch auswählen lassen, zum Beispiel indem man eine Person im Video tracken lässt. Die Software analysiert die Aufnahmen und hält die Person dann immer im Zentrum. Und das funktioniert nicht nur mit Personen, sondern auch mit Tieren oder Objekten. Man kann sehr einfach auch Hyperlapses erstellen, also ein Video, wo eine Sequenz stark beschleunigt wird und diese Bewegungsunschärfe hinzugefügt wird. Eine andere ganz coole Funktion sind auch Starlapses, wo die Bewegung der Sterne oder vielmehr die Drehung der Erde festgehalten wird und dadurch diese Sternkreise am Nachthimmel sichtbar werden. Es gibt ganz, ganz viele solcher Shotlap-Vorlagen. Am Anfang steht immer eine kurze Videoanleitung, hier zum Beispiel der Shadow Clone. Man stellt die Kamera in die Mitte, läuft drumrum und macht unterschiedliche Dinge. Die App setzt die Aufnahmen dann automatisch zu einem Clip zusammen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Es gibt schier unbegrenzte Bearbeitungsmöglichkeiten. Vieles davon ist natürlich vor allem Spielerei, aber es gibt auch ganz, ganz viele Vorlagen und Funktionen, die total nützlich sind und die einfach enorme Möglichkeiten eröffnen. Und das ist eigentlich auch ein passendes Fazit zu der X3, weil genau das auch für die Kamera gilt. Sie ermöglicht Aufnahmen, die so vorher nicht möglich waren. Es macht richtig Spaß, sich damit auszutoben. Und dass diese Kameras den Selfie-Stick unsichtbar machen, finde ich immer noch einfach faszinierend.
Wir haben die X3 in letzter Zeit vor allem auch dafür genutzt, um drohnenähnliche Shots einzufangen an Orten, wo Drohne fliegen verboten ist. Dafür gibt es von Insta360 diesen 3 Meter langen Selfie-Stick und wenn man den nach oben schwenkt, sieht es aus, als würde eine Drohne abheben. Und das klappt eben super einfach. Man muss sich keine Gedanken darüber machen, in welche Richtung die Kamera zeigt. Einfach auf den Aufnahmeknopf drücken und los geht's. Das gepaart mit der beinahe perfekten Stabilisierung und dem kleinen Format, das wirklich in jede Hosentasche passt, macht einfach Spaß. Übrigens lassen sich damit natürlich auch virtuelle Touren erstellen. Wer also schon immer mal sein Haus, seine Wohnung, sein Camper in Rundumsicht erfassen wollte, der hat hier einen Added Bonus. Vieles, was ich gezeigt habe, geht aber auch schon mit dem Vorgänger X2 oder auch mit der One RS, wenn man das 360-Grad-Modul hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich da ein Upgrade? Ich würde sagen, wer schon eine der beiden Kameras hat und damit zufrieden ist, der kann sich das Upgrade eigentlich sparen. Denn es ist nicht so, dass die X3 hier eine völlig neue Welt eröffnen würde oder einen riesigen Quantensprung darstellen würde. Wer sich aber mehr Bildqualität wünscht, mehr Funktionen wünscht, als die Vorgänger haben, wer von dem neuen großen Touchscreen profitieren will und ja von all den anderen Vorzügen, die diese neueste Generation mitbringt. Oder natürlich für alle, die noch gar keine 360-Grad-Kamera haben und gerade nach dem richtigen Modell suchen, für die ist die X3 meiner Meinung nach die derzeit beste Option auf dem Markt. Wir werden die Kamera natürlich hier unter dem Video verlinken und ich will euch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn ihr euch die Kamera kauft, stellt die Schärfe in den Einstellungen auf mittel oder niedrig, nicht auf hoch. Das gilt auch für die X2 oder One RS. Intuitiv könnte man ja was anderes denken, aber die Kameras schärfen intern schon so stark nach, dass Aufnahmen, gerade wenn man ein bisschen ranzoomt, doch relativ schnell körnig werden. Wenn man die Schärfe in den Kameras aber etwas runterstellt, sehen die Aufnahmen besser aus. Probiert das mal aus. Ich hoffe, das Video war nützlich und ich konnte euch ein paar Infos oder Inspirationen mit auf den Weg geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne unten auf den Daumen hoch und lasst auch gerne euer Abo da. Das hilft uns zu wachsen und ja, ermöglicht uns weiterhin Videos zu spannenden Produkten und vor allem natürlich über Reisedestinationen zu machen. Wir touren gerade mit unserem Campervan durch Portugal, falls ihr das nicht wissen solltet. Schaut gerne da mal rein und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.